Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play FM13 Reloaded mit dem Chemnitzer FC. Heute mit dem echten Verfolgerduell, der Tabellenachte. Bochum empfängt unsere Chemnitzer, nämlich auf Tabellenplatz 7. Letztes Mal also ein 4-2-Sieg im Duell der Aufsteiger gegen Heidenheim. Anton Fink mit einem klasse Viererpack, Lupenreiner Hattrick in der zweiten Halbzeit. Also, was sagen wir unserer Mannschaft heute? Kämpft um jeden Ball. Und wir hören Herbert Grönemeyer, der die Hymne vom VfL Bochum natürlich singt. Dritte Minute, gleich geht's los! Und ein Blitzstart für die Chemnitzer. 1-0, Kolja Pusch mit einem Freistoß. Böser Fehler von Andreas Lute. Der Schuss von Pusch geht eigentlich genau in die Torwart-Ecke. Aber Lute zögert einen Moment zu lange. Den muss er haben. Weiter so, Leute. Was für ein Auftakt. 1-0, Führung. Jetzt aber gleich die Bochumer. Nach einem Fehlpass von Daniel Hofstetter kommen Latzer an den Ball und bedient. Morabit in der Mitte. Der dreht sich, dringt bis zur Strafenlinie vor und zurück auf Latza. Ecke für die Bochumer. Oh, die bringt nichts ein. Denn Latza verwirrt mit dem Kopfball das Tor um gut 2 Meter. Jetzt war wieder die Bochumer. Fabian schlägt den Ball flach nach innen, aber Müller ist da aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Politilo. Ist wieder Mausberg mit dem schönen Ball oben im Mittelfeld. Der hat ja heute Afane im linken Mittelfeld ersetzt. Sinkiewicz sieht gelb wegen gefährlichen Spiels. Hat das Bein etwas hochgenommen und wischt Fink. Karte geht in Ordnung. Und die Bochumer als Heimmannschaft hier momentan die bessere Mannschaft in der nächsten Chance. 22. Minute, da ist der Ausgleich. Ken Isel. 6. Saisontreffer für ihn. Die Möglichkeit für den VfL Bochum. Politilo kommt rechts im 16er zum Schuss. Der Ball fliegt nach durch zahlreiche Abwehrbeine. Teuter Müller kann gerade nur so abklatschen. Und Isel staubt aus 3 Metern ab. Es ist verdient, hat sich angebahnt. Bochum hier die bessere Mannschaft zu Hause im Revier Power Stadion. Oh, Abschlüsse von Müller haben heute eine Streuung wie eine Schrotflinte. Ecke ist einen Tick zu kurz und kein Problem für Aquistapace, der Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. 30 Minuten rum, wieder die Bochumer und wieder das Tor. Christian Tiffert. Auch er mit einem Freistoß. Die Kämpfe zum Ball springt nicht geschlossen hoch und macht es Tiffert leicht, den Ball in den Winkel zu zirkeln. Die Bochumer also mit 2-1 vorne, jetzt die Riesenchance, aber Konterchance für den VfL. Stüberzeit stürmen sie nach vorne. Politilo mit der Chance frei vor Müller. Fairpass auf Morabit, der noch einschieben muss und er schiebt vorbei. Dicke Möglichkeit hier vor der Pause bereits eine Art Vorentscheidung zu erzielen. Jetzt aber nochmal die Bochumer. Ecke, Tiffert, Morabit will ja am kurzen Pfosten verlängern, aber Hofstedt ist im Moment eher am Ball und kann die Ecke von Tiffert per Flugkopfball klären. Oh, oh, Leute, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus für unsere Chemnitzer momentan. Halbzeitansprache. Also, der zeigt es ihnen. Spielergespräche. Zafidis ist eine gute Leistung wieder. So, Förster und Fink mal motivieren. Genauso wie auch Oliver Kirch. Und auch Mark Hense, unser Kapitän. Und dann gibt es für Wachsmuth eine Massage. Genauso wie auch für Schulze. Und für Benny Förster. Und dann geht es mit Halbzeit 2 weiter. Keine großen Veränderungen hier. Und jetzt gleich mal Ballgewinn von Kirch im Mittelfeld. Es geht beim Chemnitzer FC schnell. Förster macht den Aus der Position. Wow, meine Güte, was ist denn wieder los, ey? Ich verplaue mich hier schon wieder. Politilo kommt zum Einwurf in der Nähe und will den Ball wegnehmen. Nein, wir lächeln. Wir lächeln. Da haben wir schon mal eine Geldstrafe dafür bekommen. Aber auch wenn man eine rote Karte provoziert, ne? Also kann man demnächst mal wieder machen. 55 Minuten. Da wird gezogen und gezerrt. Und der Freispieler verwehrt. Nach Ecke von Tiffert. Jetzt mal Chemnitz. Und da ist der Ausgleich mit der ersten Chance. In den zweiten Durchgang. Anton Fink trifft mal wieder. 8. Saisontor von ihm. Eigentlich ist der VfL das klar bessere Team, aber sie bringen sich jetzt einfach selbst um den verdienten Lohn. Kolja Pusch spielt den Ball nach rechts zu Schulze. Die Kugel gefühlt von die Mitte zu Fink hebt. Der Stürmer dreht sich, trifft mit links aus 9 Metern zum Ausgleich. Die Abwehr staunt nur. 30 Minuten. Zwielong kommt für Ken Özil jetzt. Elmungsstoß von Kirch. Setzt im Luftduell mit Politur sein Ellbogen ein und wird zurecht verwarnt. Naja, gut, da kann man auch manchmal sogar rot sehen. Jetzt nochmal Chemnitz. Lapsus von Tasaka, der Pusch ins Spiel bringt. Mittelfeldspieler schießt aus 17 Metern knapp am Tor vorbei. Nochmal Bochum. Patrick Fabian. Aber Hofstetter klärt zur Ecke. So, wir werden auch mal wechseln jetzt. Ja, für Kirch wird auf die Mittelfeldposition gehen. Nein, halt, Kirch wird rausgehen. Für Kirch kommt Ronny Gabuschewski ins Spiel.
Der knetzt ihn rum. So, den erfahrenen Gabuschewski rein für den erfahrenen Kirch. Aber ein bisschen offensiverer Drang von Gabuschewski natürlich. Jetzt nochmal die Bochumer. Pass nach vorne auf Politylo. Aber der ging nicht nur in den freien, sondern in den leeren Raum. Sören Bertram kommt jetzt rein für Danny Latzer. Und nochmal Wechsel bei Chemnitz. Mausberger ist müde, wird rausgehen für ihn. Kommt Shinedu Ede rein. Offensivkraft auf die linke Außenbahn nochmal. Ein schneller Mann. So, vielleicht in der Schlussphase noch was von beiden Toren des Teams zu. Gabuschewski muss gerade wieder eine Attacke von Tasaka behandelt werden. Bertram bedient Zwielong an der Strafengrenze, doch dieses Stück abseits. Glück gehabt für uns. Noch 10 Minuten. Geht ja noch was. Oder wird es eine Punkteteilung heute? Sven Kreier kommt von Sami Morabit rein. Und auch bei uns gibt es nochmal einen Wechsel. Nein. Ein Wechsel. Und zwar wird ja Julian kommen für Fumi Wachsmuth in die Verteidigung. Nochmal die frische Kraft bringen. Und das würde natürlich hier keine große Veränderung bedeuten. Dieses Unentschieden. Geht da noch was? Geht da noch irgendwas? Bochum natürlich klar die beste Mannschaft gewesen. Jetzt Nachspielzeit. Ich denke, es wird hier auf den Unentschieden hinauslaufen. Genau, so ist es. 2-2 in Bochum. Damit kann man leben. Damit kann man sowas von gut leben. Eindeutig. Punkt in Bochum. Immer gut. Zu Hause als nächstes Mal wieder nachsetzen. Jo. Was soll man groß sagen? Wir sehen uns in der Nachbetrachtung. Ja, Leute. Wie gesagt, bin zufrieden. 2-2 in Bochum. Anton Fink erneut mit einem Treffer, auch Koya Pusch mit einem direkten Freistoßtreffer, also das sah doch recht schick aus hier. Staffelidis ist heute besser mit Note 3,0, also wir waren heute nicht so überzeugend natürlich. Aber gezeigt haben sie ihn doch, wir haben schließlich einen Ausgleich erzielt, weiß nicht warum das jetzt hier so, na gut. Ken Özi, bester Mann auf Seiten der Bochumer, der mit dem Treffer zum 1:1 und Tiffer mit dem Freistoßtor zum 2:1. Aber Schätzung Note 4, Idee kam ein bisschen spät wieder rein. So, Statistiken. Was haben wir denn da? Jawohl, Bochum, klar, besser, wir haben es ja gesagt. 1000 Chemnitzer waren mitgereist, haben uns unterstützt, klasse. Mit dem Punkt können wir, wie gesagt, glücklich sein aufgrund des Spielverlaufs. Unser viertes Unentschieden in dieser Saison. Wir sind bei deinem Punkt gleich mit dem VfL und dem FC Ingolstadt, die knapp vor uns stehen. Union kann sich befreien. Okay, schauen wir auf die Ergebnisse. Lautern gegen Aalen 2-1, Augsburg 60-0-0, Fürth gegen Braunschweig 3-2. Bochum, Chemnitz 2-2, Sandhausen, Union 1-3, Paderborn gegen Ingolstadt 0-0, Bielefeld gegen Köln 2-2, Aue gegen Frankfurt 3-3 und Heidenheim gegen Dresden 2-1. Ah, die Dresdner verlieren gegen Heidenheim, das war wirklich ein Big Point für die Heidenheimer hier, die sie da geholt haben gegen Dresden. Ja, ansonsten haben wir weiterhin vollkommen im Soll. Was sagt Peter Neurer? Wir machen zu einfache Fehler, gerade im Rückstand und müssen dann viel Aufwand betreiben. Wir haben viele gute Möglichkeiten ausgespielt, sie aber nicht genutzt. Nachdem wir dann den Ausgleich geschafft hatten, sind wir von unserer klaren Linie abgekommen und haben nicht mehr so gut nach vorne gespielt wie vorher. Ja, bis auch mit dem Ausgleich, was sie den Ausgleich kassiert haben, sind sie von ihrer klaren Linie abgekommen, die Bochumer. Was sagt Daniel S., ein Fan aus Chemnitz? Zum Glück ist die Mannschaft nach dem Spiel besser ins Spiel gekommen. Ja. Statistik, da wird keiner von uns dabei sein natürlich. Schauen wir auf die Teamleistung, die war heute natürlich auch nicht so berauschend. Bester Spieler, Patrick Helm ist momentan mit 13 Saisontoren. Anton Fink, Förster in der Torschussliste dabei. 8 und 6 Tore, auch eine gute Leistung für Aufstiegsstürmer, die noch nie zweite Liga gespielt haben. Und jetzt geht's in den Pokal gegen Eintracht Braunschweig, Leute. Morten Madsen ist verletzt, verdrehtes Knie. Eieiei. Natürlich nicht gut. So, haben wir jetzt auch noch ein spielfreies Wochenende? Ich fasse es nicht. Verdrehtes Knie wird 3 Wochen ausfallen. Morten Madsen, was war das? Ein gutes Talent? Ja, oh ja, ein sehr gutes Talent sogar. Schade für ihn. Hector ist verletzt. Nagelbettentzündung. 3 Wochen ausfallen. Na super. Ja, also der kommt natürlich nicht mehr so gut rein jetzt, ne? Nachdem er die rote Karte da kassiert hatte. Saison. Keine Einsätze. Jetzt auch verletzt. Zweite Mannschaft. So, wie ist denn jetzt hier jetzt geregelt? Hier, Kalender. Jetzt haben wir spielfreies Wochenende, warum weiß ich nicht. Und dann geht es gegen Braunschweig, na super. Wenn wir das Wochenende auf jeden Fall nutzen, um ein Testspiel zu bestreiten, am besten schon am Freitagabend. Brauche ich das Spiel gegen, ja, Tiefenstein. Wir fahren nach Tiefenstein, um da noch ein bisschen zu bolzen. Na, heißt jetzt zu bolzen, uns in Form zu schießen. Was denn? Verein.
Möchten Sie Überwachung der Stadioninfrastruktur? Ja, klar, kann er machen. So, müssen wir mal gucken, ob das Stadion überhaupt schon fertig ausgebaut ist. Ne, die Ecke ist noch nicht ganz fertig. 3 Wochen wird es fertig sein. Na, das ist doch super. 22.300 werden dann reingehen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie wir dann weiterbauen werden. Ob wir die Ecke da mit der Ecke da weitermachen. Ne, mit der Ecke, da gibt es ja nicht viel zu machen. Ob wir mit der Gegentribüne anfangen werden oder mit der hier. Aber ich habe ja gesagt, das soll die Haupttribüne werden, hier die neue, ne? Deswegen würde ich sagen, bauen wir erstmal die Tribüne hier aus. Die hier weiterhin. Und dann wird es alles nach und nach seinen Gang nehmen, natürlich. Die Fankurve, glaube ich, wird zuletzt kommen. Aber das ist noch alles ein bisschen Zukunftsmusik, natürlich. So, zweite Mannschaft spielt heute schon. Englische Woche. Haben 3-1 verloren, schade. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig alles. Jonas Hector ist verletzt. Wird ausfallen für den Compiègne Lebeau in den Kader. Auch Sascha Pfeffer wird natürlich wieder seinen Einsatz bekommen heute. Für Kirch wird er spielen im rechten Mittelfeld. Dann wird Tino Semmer heute eingesetzt. Riederer wird in der Kiste stehen. Was haben wir noch so alles? Ja, natürlich wird Lebeau spielen. Julien spielt für Hofstetter. Boah, was noch? Prokop für Pusch. Zentral. Ne, er kann auch immer offensiv Mittelfeld spielen. Da kann ich sie auch mal einspielen, denn. So, die Mausberger wird auch spielen. So, ansonsten Gabuschewski da auch wieder Praxis sammeln hier im linken Mittelfeld. Idee kommt für Fink im Sturm rein. So, ansonsten, ja, das war's dann erstmal. So, wenn wir auf jeden Fall anfangen gegen Tiefensee. Das ist der Lukas Hombach, fällt aus. 3-1 verloren, Jungen haben wir bester Mann, neue Partnerin. Gucken wir mal nach, privater Bereich. Maren, naja gut. Lassen wir sie mal, ne? Kevin Jenicke, was ist? Hat Trainings erreicht? Ja, um 5 erhöhen, super. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit dem Testspiel gleich. Die Nachspielpause ist es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, warum hier einfach so eine Pause ist. So, wir werden nicht verlieren, Leute. Alle warm laufen schon mal. So, 1-0 Sascha Pfeffer. Das ist doch ein gutes Kaliber. Tino Semmer trifft auch, also. Idee auch. 4-0, nochmal Idee. Na, so will ich das doch sehen. Das ist die Reservistin ins Heugling. Nochmal Idee. Hattrick von ihm. Glückwunsch an ihm. Er wird rausgehen, für ihn kommt dann, ja, wo ist denn der gute Benny Förster? Jetzt haben wir den nicht in den Kader aufgenommen. Das ist ja super. So, Afane wird kommen. Afane wird links spielen. Wer kann jetzt hier noch im Sturm spielen denn? Fink, Idee. Ja, Gabuschewski. Ja, was machen wir mit ihm? Ja, ne, dann kommt einfach Fink rein für Gabuschewski. Ganz einfach. So, Mauersberger kommt rein für Pfeffer. Das reicht natürlich für Pfeffer für die erste Halbzeit. Schulze kommt für Staphylidis als Linksverteidiger rein. Koya Pusch. Ja, für Mark Hensel. Probieren wir einfach mal hier eine zentrale Variante aus. Wie die beiden da zusammenarbeiten. Das ist natürlich eine offensivere Variante, denn. Hofstetter wird für Julien kommen. Dass der seine Form hält. Unter 2,05 ist in Ordnung. Das sieht sehr gut aus, Leute. Spielergespräche macht unser Assistent. So, 6-0 Fink. Auch er wieder zu. Pro kommt vielleicht auch mal zu. Vorlage Mausberger. Super. 7-0 also. So, fällt noch ein Tor. Oder war es das hier erstmal? Jawohl, wir sind am Ende mit 7-0 durch gegen Tiefenstein. Oder Triefenstein. So, Idee, bester Mann. Klar, nach der ersten Halbzeit super gemacht. Schöne Idee. Ansonsten, ja, Mausberger einfach mit einer Torvorlage. Sehr gut. So, was haben wir hier? Idee, Semmer mit einem Treffer. Pfeffer mit Note 1,0 Tor und Vorlage. Super. Muss natürlich auch erst wieder reinkommen, richtig. Prokop auch 2 Vorlagen, 1 Tor. Super Leistung von ihm heute. Dann Gabuschewski mit 2 Vorlagen. Auch er ist wieder da. Bisschen in Form zu kommen. Julien freut mich auch für ihn. Aber die Form ist trotzdem runtergegangen und ein Punkt weniger. Warum auch immer. Bisschen ärgerlich. Da war Jochen Heun bester Mann. 29 Jahre. Ja gut, das ist natürlich nichts für uns. Statistiken. Ja, 194 Chemnitzer Fans. Ja, das war natürlich so durcheinander, ne? Also 7 Tore aus 15 Chancen ist auch eine gute Leistung. So, das mit Verletzungen, Idee für den Artikel. Alle wieder zurück. Hombach ist wieder fit, okay. Erste Mannschaft. Da muss wieder einiges umgebaut werden. Machen wir auch gleich mal Kevin Müller.
Wieder rein. Hofstetter für Julian. Wo ist Schulze? Da ist Schulze. So, Mausberger erstmal nicht. Da wird Gabuschewski ja kommen. Oder doch Mausberger? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, Kirch soll ja wieder spielen, genau. Oliver Kirch wieder rein. Push natürlich auch wieder rein. Ja, First hatte ich gar nicht mitgenommen. Das tut mir natürlich leid für ihn. Fink. Idee hat sich gut in Form geschossen, wird wieder im Sturm agieren. Oder doch im Mittelfeld eher, ne? Doch, ich glaube, ich lasse Idee im Mittelfeld ran. Und dafür Förster wieder in. Idee ran für Kirch. Im rechten Mittelfeld. Gabuschewski geht rechts hin. Idee links ist besser, denn. So, Le Beau. Für Le Beau kommt Pfeffer in den Kader. Wo ist Le Beau? Da. So, natürlich erstmal kein Stürmer dabei, aber so werden wir erstmal auflaufen gegen die Braunschweiger. Die haben wir ja zuletzt geschlagen, auswärts. Und jetzt fahren wir da halt nochmal hin. Soll uns ja nicht groß stören gegen die Gruppe von Thorsten Lieberknecht. Und diesmal gucken wir uns natürlich wieder an. Gegen die Eintracht aus Braunschweig. Und dann geht das Heimspiel gegen Aue, also nächste Sachsen-Derby. Also es geht hier Schlag auf Schlag, Leute. Förster fällt aus. Ach du Scheiße. Das ist natürlich nicht gerade praktisch. So, dritte Runde Pokal. Wir hatten da bei DFB-Pokal das F klein geschrieben. Wird Fußball noch nicht klein geschrieben? Deutscher Fußballbund? So, DFB-Pokal. Schalke gegen Dortmund. Das Derby im Achtelfinale. Und das ist das Achtelfinale? Ich glaube nicht, ne? Doch. Müsste eigentlich sein. So, Bayern gegen Lautern. Hannover gegen Leverkusen. Das sind die Top-Spiele hier. So, und Förster ist wieder fit. Ach so, weiß nicht, was das war. News Center. Förster fällt aus. Mittelohrentzündung. Ach so, er ist wieder aber wieder fit. Kann spielen. Sehr schön. Junghannes verletzt. Sehnenriss. 8 Wochen. Ah, das ist bitter für den Torwart der zweiten Mannschaft. Förster wieder fit. Okay. So, Semmer kommt nicht in den Kader. Mausberger, Pfeffer sind im Kader. Ja. So dürfen wir eigentlich spielen. Aber das Spiel gucken wir uns natürlich an, das Pokalspiel. Und daher, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.